ist der Freisundfunk-Report. Am Mikrofon ist Susanne Huber. Fühlt ihr euch amigs auch müde, unmotiviert und ersetzbar? Dann gehört ihr vielleicht zu den 40% der Bevölkerung, die potenziell von NBS betroffen sind. NBS steht für Normal Behavior Syndrome, zu Deutsch Unauffälligkeitssyndrom. Forscher vom Meatloaf Institute of Technology in den USA haben die psychische Krankheit vor 3 Monaten entdeckt. Auch in der Schweiz gibt es Betroffene. Einer davon ist der Baldwin Steinegger. Seine Freunde nennen ihn Baldi. Wir vom Freien Schundfunk haben ihn einen Tag lang begleitet. Unsere Reise fährt bei ihm daheim an, wo wir in einem niedergeschlagenen Baldi begegnen, der trostlos auf dem Bänkli vor seinem Gartenhäuschen sitzt. In dem Garten, wo er früher so gern gewerkelt hat und jetzt Unkraut wuchert. Früher habe ich gerne doch ein bisschen Salat und Erdöpfel angepflanzt. Dort an der Hausfassade, wo es schön warm ist, hatte ich Tomaten. Aber jetzt, durch meine Therapie, lasse ich das noch zuwachsen, weil ich muss Abstand nehmen von meinem alten Leben. Der Baldi ist mit beiden Beinen im Leben gestanden, bevor er die niederschmetternde Diagnose bekommen hat. Bei einem normalen Routinecheck sagt ihm sein Arzt, dass er ein NBS-Patient ist. Die Diagnose hat mich getroffen, wobei rückwirkend habe ich alle Symptome gezeigt. Schon als Kind war ich unauffällig. In der Primarschule bin ich mit anderen Kindern shooten. Dann bin ich gezeigt, die ersten Bierchen getrunken und den Mädchen von nachschauen. Ich bin schon gleich Mitglied im Turnverein Schwabach geworden. Als ich dann in die Stifte kam, also ich habe das KV gemacht, bin ich dann noch Kassier geworden vom Turnverein Schwabach. Gleich geheiratet, 2 Kinder, ein Mädchen und ein Bub. Ging ein bisschen im Garten gesehen, oder eben im Büro oder am Turnen. Ferien in Italien gemacht. Ein Fahnenmast im Garten, was man halt so hat. Und dann heisst es, du bist normal, du bist krank. Der Baldi hat in seinem Glück nicht realisiert, dass seine Lebensweise nur der Ausdruck von einer psychischen Störung ist, die ihn schon seit seiner Kindheit fest im Griff hat. Der Dr. John Lewis vom Meatloaf Institute of Technology erklärt, wie es zu diesem Krankheitsbild kommen kann. The disease starts in the early childhood, when a child is heavily exposed to average citizens without any signs or peculiarities. As the child grows, it does not develop any creative or crazy skills, which makes it a normal child. In this heterogeneous society of ours, being normal is dangerous. Wenn man im frühen Kindheitsalter schon mit normalen Leuten konfrontiert wird, besteht halt die Gefahr, dass man selber an diesem Unauffälligkeitssyndrom leidet, erklärt der John Lewis. Gesund bleibt, wer für sich selber eine kreative Oder entwickelt und einfach, einmal auf gut Deutsch, ein bisschen der Spinner drin hat. We estimate that around 40% of world population suffer from NBS. Rund 40% der Weltbevölkerung sei betroffen. Ein düsteres Bild, das unser Wissenschaftler zeichnet. Aber es gibt Hoffnung. Der Baldi macht seit einem Monat eine Therapie, die schon Wirkung zeigt. Auch heute ist es soweit. Wir begleiten den Baldi in sein Thai-Box-Training. Es ist für mich einfach gut, mal draufhauen, den Ring durchgeschüttelt bekommen und Zähne rauslassen. Das bringt einen auf ganz andere Gedanken. Nachdem sich der Baldi ausgepowert hat, geht er ins fixe Stübli, um sein Znacht zu nehmen. Ich war eigentlich nie sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Gesellschaft hier, bis ich realisiert habe, wer hier eigentlich das Problem hat. Ausruhen tut der Baldi dann nicht vor einem Spielfilm, sondern bei einem Horrorstreifen. Auch das ist Teil von seiner Therapie. Heute schaue ich gerade den 5. Teil von «Die Metzgerei im Keller». Früher hätte ich mir das nie angetan, aber jetzt habe ich eigentlich gemerkt, dass ich mich durch das erst anfange zu spüren. Es hat gerade in diesem Film, in dieser Filmreihe noch interessante Sachen. Vielleicht probiere ich auch mal hier etwas davon aus, so als kreativer Ansatz von der Therapie. Der Baldi ist also auf dem Weg von der Besserung. Falls auch ihr denkt, ihr zeigt mögliche Symptome vom NBS-Syndrom, dann ist jetzt noch unsere Zuschauer-Hotline freigeschaltet, wo euch unser Hausarzt Dr. Frankenstein gern und kostenlos noch bis zu der Geisterstunde beratet.
Anrufen könnt ihr unter der Nummer 090 324 324. Das war es vom Freischundfunk-Report. Zum Schluss wünsche ich euch wie immer Hals und Beinbruch. Habt's gut, ade miteinander.